So, ein herzliches Willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal. Mal ein ganz anderes Spiel von Neil.fun. Das sind sehr außergewöhnliche Spiele auf dieser Seite. Guckt da unbedingt mal rein. Den Link packe ich natürlich in die Verpackung, ja, in die Beschreibung. Wir fahren nämlich hier mit dem Fahrstuhl in den Weltraum. Ein Space Elevator. Und zur kleinen Info, ihr wisst es vielleicht nicht, vielleicht auch doch, ich weiß ja nicht, wer aufmerksam auf planetbarb.space vorbeischaut, weiß es vielleicht, nämlich in meiner allerersten Geschichte, in meinem allerersten Roman, das Sternenfeuer von Antares, das ab 29. Mai im Buchhandel erhältlich ist, jetzt schon vorbestellbar auf Amazon, auch hier ist der Link in der Beschreibung, geht es auch mit einem Fahrstuhl in den Weltraum. Mehr verrate ich aber noch nicht, weil wir sind jetzt erstmal hier und wir gucken uns das an. Da steht nämlich Scroll Up, also wenn man hochscrollt mit der Maus, dann fährt man hoch. Hier ist unser Fahrstuhl, da sitzen wir drin. Hummingbird, das ist ein Kolibri und da wo ich den Kopf habe, da ist die Höhe von dem von Feuerwerken. Und man sieht dann immer eingeblendet, was sich auf der entsprechenden Höhe so befindet. Und los geht's. Schnallt euch an und genießt die Fahrt mit dem Fahrstuhl. Und ab dieser Höhe sehen wir einen Heißluftballon und eine Ente. Das ist eine Stockente, ne? Wenn die Stockente mallert. Dann ein Flugzeug, übrigens das erste Flugzeug, Blériot 11. Blériot 11. Das erste Flugzeug, das den englischen Kanal überquert hat. Willkommen im Space Elevator. Dem einzigsten Elevator, der in den Weltraum geht. Fährt. Führt. Du bist nun in der Troposphäre. The lowest layer of the atmosphere. Osprey. Was ist das für ein Vogel, Osprey? Ist das ein Star? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr hier irgendwo ein englisches Wort besser übersetzen könnt wie ich. Ich kenne nicht alle englischen Wörter. Oh, hier oben ist Regen. Muss man einen Regenschirm aufspannen. Die Troposphäre besteht zu 99% aus Wasser in der Atmosphäre. Also hier befinden sich praktisch die Wolken und da oben regnet es dann. Da befinden sich dann auch die Tauben. Übrigens, wenn man da Vögel sieht, das bedeutet, das ist die höchste Höhe, wo diese Vögel erreichen können. Hier übrigens ein Gleitdrache, glaube ich, nennt man das. Und wir haben momentan 2 Grad, jetzt 0 Grad. Der größte Helikopter, der jemals gebaut wurde, MIL V12, ist in dieser Höhe. Ich glaube, die Höhe selbst wird gar nicht angezeigt. Ach, da unten! Da unten wird sie angezeigt. Wir sind gerade in einer Höhe von 2475 Metern. Nimbostratus-Wolken sind ja für regnerische Tage verantwortlich. Dann ein Skydiver, also ein Fallschirmspringer, ist hier, das ist so die typische Höhe für Fallschirmspringer. Und wir haben gerade minus 4 Grad. Der Monarch oder Monarchfalter kann so hoch fliegen, 2,8 Kilometer hoch, und auch der Weißkopfseeadler 3 Kilometer. Alpinkopf, keine Ahnung, was das für ein Vogel ist. Alpinkopf. Je höher du kommst, steigst, umso stärker wird die Temperatur fallen. Wir sind schon bei minus 7 Grad. So ein Box, so ein Schachteldrache, das ist die höchste Höhe, wo so ein Schachteldrache hat erreichen können. Es ist ein bisschen kühl. Jetzt kann man einen Schal auswählen. Wir nehmen natürlich blau und hier, wir haben einen blauen Schal an. Ja, dann die und eine Bergziege lebt auf einer Höhe von 3,6 Kilometern und 3,7 Kilometern. Amalia Earhart's Flugzeug. Ah, die berühmte Amalia Earhart. Die Vega 5B.
Es hat eine Höhe von 3,7 Kilometern erreicht. Das ist auch, das ist schon sehr viel, so 3,4 Kilometer. Für so ein Flugzeug, so ein Torpedoflugzeug, dann Störche fliegen in dieser Höhe. Wir sind dann hier bei den Cumulus-Molken, die sind sehr groß und produzieren Blitze und Tornados. Flamingo. Flamingo erreicht eine Höhe von 4 Kilometern und eine Cessna 172. Und wir haben gerade eine Temperatur von minus 13 Grad. Ja, der Flugsaurier, der Pterodactyl, den gibt es zwar nicht mehr, aber der konnte so eine Höhe erreichen. Ich frage mich, woher man das weiß. Es war ja niemand dabei in der Dinosaurierzeit. Gibt bestimmt auch eine Möglichkeit, das herauszufinden, aber das ist schon gewaltig hoch. Also, wenn ich mir vorstelle, ein Lebewesen, wo aus eigener Kraft so eine Höhe erreicht, wobei Vögel nutzen ja dieselben physikalischen Eigenschaften aus, wie auch die Segelflugzeuge und die Segelflieger. Durch den Temperaturunterschied gibt es dann irgendwie so Auftrieb, glaube ich, habe ich mal gelesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich erkläre das mal in einem anderen Video vielleicht. Milmi 8, ein Helikopter. Und ja, der berühmte Zeppelin, die Luftschiffe, konnten bis zu 5 Kilometer hoch. Das ist gewaltig. Boah. Dann ein Yak lebt in dieser Höhe. Also natürlich schwebt das nicht da über den Wolken, sondern das sind halt Berge. Ja. So, der Fahrstuhl braucht Musik. Machen wir mal Fahrstuhlmusik an. Hört man jetzt die Musik? Also ich höre keine Musik. Hört man Musik? Ich höre gar nichts. Ja, so ein bisschen vielleicht. Ja, egal. Wir haben minus 20 Grad und ich sehe hier eine Hummel, eine Bumblebee. Die höchste Höhe, wo man eine Hummel hat fliegen sehen. Das ist Wahnsinn. Diese kleinen Insekten erreichen aus eigener Kraft eine Höhe von über 5 Kilometern. Wahnsinn. Wahrscheinlich ist auch noch der Auftrieb dabei verantwortlich. Das ist schon irre. Swapwift Camel. Ein Flieger aus dem Ersten Weltkrieg. Dann auch ein Helikopter, der erste Helikopter, der über den Alpen flog. Bell 47. Dann auch hier ein Vogel. Ein paar Vögel. Dann Blumen aus dem Himalaya. Flycatcher Sandwurf. Weil in einer Höhe von 6 Kilometern wächst. Und dann natürlich der Andenkondor. Das ist dann in den Anden. Jetzt sind wir hier auf der Höhe wie den Anden, die hohen Berge, wo natürlich auch Menschen leben übrigens noch, aber die Luft schon sehr dünn ist. Die Himalaya-Springspinne lebt da und eine Yellow-Rumped-Leaf-Bird-Maus. Sehr schön. Ich hätte gerne Fahrstuhlmusik, warum geht die nicht? Dann sind wir hier. Cirrus Clouds are wispy clouds made out of ice crystals. Also wollten die schon aus Eiskristallen bestehen. Eine Douglas DC-3 fliegt da oben oder hat so eine Höhe erreicht. 7 Kilometer. Immer noch Lebewesen, was eigener Kraft diese Höhe erreichen. Dieser Vogel. Birded Vulture. Auch keine Ahnung, was das ist. Dann die maximale Höhe, wo ein Paratrooper, also ein Fallschirmspringer, abgesprungen ist. Ja, ab dieser Höhe ist bekannt als die Todeszone, weil hier jetzt schon die Luft, der Sauerstoffgehalt der Luft zu gering ist für Menschen. Und hier sehen wir im Hintergrund schon Berge, weil klar, es gibt ja Berge, wo so hoch sind, ne? Wupperswan, also ein Schwan. Und hier sind wir auf Mount Everest. Und jetzt sind wir am höchsten Punkt, wo wir noch auf der Erde stehen, also wo wir noch mit der Erde, mit dem Planet Erde verbunden sind. Der höchste Berg, der Mount Everest. Und selbst hier oben fliegt noch eine Gans. Und es herrschen minus 43 Grad. Und Partyballons mit Helium gefüllt können diese Höhe erreichen. Also Leute, wenn ihr mal ein paar Partyballons wieder
ja, Freilast. Die können eine Höhe von über 9 Kilometern erreichen. Dann kommen Kranich und Kranich. Dann der Passagierjet, so eine typische Höhe von ja, 10 Kilometern. Und so langsam wird die Luft sehr, sehr dünn. Die Spitfire fliegt da, kann diese Höhe erreichen. Dann die AN-225 Mirya. Das schwerste Flugzeug, das je gebaut wurde. Und jetzt sehen wir das berühmte Space Shuttle. Das ist die Höhe, 10 Kilometer, ja, 11 Kilometer, wo ein Space Shuttle die höchste maximale aerodynamischen Druck erreichen kann. Was auch immer das heißt. Und selbst da oben gibt es noch Lebewesen. Das ist doch ein Geier. Der am höchsten fliegende, also der Vogel, wo die höchste Höhe erreichen kann. Und das ist schon erstaunlich, weil da herrschen minus 56 Grad Celsius. Und ich frage mich, wie die Vögel, diese Tiere, das aushalten, diese Kälte. Also sie müssen ein besonderes Gefieder haben. So, hier oben. Weil ihr seht, wir haben ja das Space Shuttle gerade überschritten. Jetzt können wir uns einen Raumanzug aussuchen. Ich nehme mal den orangenen. Dann sehen wir aus wie Bruce Willis in Armageddon. Jetzt haben wir einen Raumanzug an. Minus 56 Grad. Ah, da steht, der Luftdruck, der sinkt jetzt, sodass dass eine Temperatur. Dass auch die Tem so dass the temperature need to boil water in altitude water boils in just also der Luftdruck hier oben ist so niedrig, dass Wasser schon bei einer Temperatur von 54 Grad anfängt zu kochen. Das ist interessant. Ich habe immer gedacht, solche Aggregatzustände oder diese Temperaturen, wo Aggregatzustände hervorrufen, dass die immer gleich wären. Das wusste ich jetzt nicht. Ich habe immer gedacht, Wasser ist immer, aber dass das auch auf den Luftdruck ankommt, habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, und hier oben fliegt ein Helikopter, der am höchsten fliegende Helikopter, der Lama SA-31-5B Lama. Dann die P-51 Mustang, ein Flugzeug, das im Zweiten Weltkrieg wirklich, boah, 12 Kilometer hoch. Boah. Oh, jetzt wird es aber cloudy. Uiuiuiuiui. Ja, hier oben kann Winde von 450 Stundenkilometern herrschen. Und da oben fliegt der P-80 Shooting Star, ein Flugzeug. Aber keine Angst. Oh, unser Fahrstuhl, der wackelt. Aber keine Angst, der Fahrstuhl ist strahl genug. Also denke ich mal. Da oben ist der Jet in 14 Kilometer, 15 Kilometer Höhe. 15 Kilometer, der Jet, Learjet 45 unterwegs und die F-35. Ja, diese F-Jäger, diese Düsenjäger, die sind schon in sehr, sehr hoher Höhe unterwegs. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal gehört habe, dass die, wenn sie richtig Gas geben, wirklich in den Weltraum rausfliegen könnten. So, wir erreichen die Stratosphäre in 15 Kilometer Höhe. Wir haben ein angenehmes Wetterchen von 56 Grad, minus 56 Grad. Willkommen in der Stratosphäre. Die Stratosphäre ist die Heimat der Ozonschicht. Und wenn wir die, ja, wenn wir die verlassen, sind wir der UV-Strahlung ausgeliefert. Und da oben ist die Sukhoi Su-9 unterwegs. Und, boah, ey, guckt euch das mal an, dieser Propeller. Dieses Propellerflugzeug aus dem Jahr 1938 hat den Höhenrekord aufgestellt von 17 Kilometer. Das ist unglaublich. Also das fasziniert mich. Das ist jetzt fast 100 Jahre her. Technik, die fast 100 Jahre alt ist, hat es aus eigener Kraft in die Stratosphäre geschafft. Im Jahr 1938. Das wissen die wenigsten, aber in diesem Jahr, in dieser Zeit, hat man noch gar nicht so lange gewusst, dass unser Universum mehr ist als nur unsere Galaxie. Und Flug in den Weltraum war utopisch und hier praktisch
am Weltraum, am Dach des Himmels angeklopft. So, jetzt wird die Temperatur langsam wieder ansteigen. Und da ist der Havilland Vampire aus dem Jahr 1948 unterwegs. Die Concorde hat diese Höhe erreicht. Und ein USS R1, ein Ballon aus dem Jahr 1933, hat diese Höhe erreicht. Ich denke mal, ein Wetterballon oder so ein, oder was ist schon, waren das schon Spionageballons? Keine Ahnung. Jetzt befinden wir uns am sogenannten an der sogenannten Armstrong-Grenze. Und das ist die Grenze, also das ist, da ist der Luftdruck so, das steht hier, da ist der Luftdruck so niedrig, dass die Tränen, also dass die Tränen auch die Körperflüssigkeit anfangen würde zu kochen, wenn man keinen Schutzanzug anhätte. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Also man muss nicht mal im Weltraum selbst sein, um diese, weil wir sind nicht im Weltraum, wir sind immer noch innerhalb der Erdatmosphäre. So, dann kommen hier Nacreous Clouds, die an den Polarregionen, also so Polarlichter, sind in dieser Höhe zu sehen. Also bestimmt ein wunderschöner Anblick. Ihr seht, der Fahrstuhl, der hält manchmal an. Ich hatte erst vorgehabt, den Fahrstuhl einfach schön fahren zu lassen, aber wir müssen zwischendurch mal anhalten und gucken, was da unterwegs ist. Eine Bell X-1. Das erste Flugzeug, das die Schallmauer durchbrochen hat. Und wie wir oben an der Temperatur sehen, minus 55 Grad, so ganz langsam steigt die Temperatur jetzt wieder. Explorer 2, ein Ballon aus dem Jahr 1935, wo einen Höhenrekord aufgestellt hat. Airbus Sapphire, was das ist, keine Ahnung. Auch ein Höhenflugzeug, das Platform Station, keine Ahnung, was das ist. Weil auch eine Rekordhöhe erreicht hat. So, die Luft wird immer dünner, sind nur noch sehr wenige Moleküle vorhanden, steht da, die das Licht abhalten. Das heißt, es wird langsam dunkler. Und die Perlan 2. Das höchste, ein Segelflugzeug, das den Höhenrekord aufgestellt hat, in 23 Kilometern Höhe. Das ist Wahnsinn. Also, wie ja Segelflugzeuge funktionieren, das habe ich ja vorhin mal erklärt, dass die nutzen ja die physikalischen Eigenschaften in der Atmosphäre und in der Luft aus, wie auch die Vögel. Und das ist schon gewaltig, so hoch zu kommen. Ja, hier sind wir in der höchsten Höhe, wie die ein Mensch erreicht hat, der sich mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug rausgeschleudert hat. Also in der Höhe. 23 Kilometer. Stell dir mal vor, ihr sitzt in so einem Sitz in 23 Kilometern Höhe bei minus 53 Grad. Natürlich in einem Schutzanzug, sonst würde euch der Luftdruck hier, ja, also der dünne, die dünne Atmosphäre, die Tränen zum Kochen bringen. Und ihr guckt da runter. Und ihr seid da oben. Natürlich hat man dann noch einen Fallschirm, aber das ist schon gewaltig, ne? Also, was Menschen schon alles erlebt haben, das ist Wahnsinn. Also, die Menschen, die so etwas erleben, die sich so etwas zutrauen, mutigsten Menschen der Welt. Die U2, das ist ein Spionageflugzeug. Und hier kratzen wir jetzt schon am Weltraum. Die Atmosphäre ist sehr, sehr dünn. Dann sehen wir hier in einer Höhe von 25 Kilometern die Douglas Skyrocket. Das war das erste Flugzeug, das die Geschwindigkeit Mach 2 erreicht hat. Dann hat die Blackbird, die SR-71 Blackbird, 1976 diese Rekordhöhe erreicht. Das ist Wahnsinn. Da steht die SR-71 war eines der schnellsten Flugzeuge, die jemals gebaut wurden. Und sie flog dreimal schneller als die Schallgeschwindigkeit. Also dreifache Schallgeschwindigkeit.
Das ist Wahnsinn. So, die Temperatur steigt langsam. Gut, minus 50 Grad ist immer noch arktisch kalt. Aber hier oben im Jahr 1958 hat die Südquest Trident 2 diesen Höhenrekord aufgestellt. Jetzt wird man sagen, naja, in den 50er Jahren ist man schon so hochgekommen. Man muss bedenken, in den 50er Jahren war ja schon die Forschung, in den Weltraum zu kommen, schon voll im Gange. Stellenweise aus Konkurrenzgründen zur Sowjetunion oder zwischen USA und Sowjetunion, Kalter Krieg, wer schafft es als erster in den Weltraum? Aber natürlich, nichtsdestotrotz, die Menschen haben es geschafft. Das ist Wahnsinn. Ja, in dieser Höhe von 28 Kilometern ist die F-104 Starfighter unterwegs. Das ist auch ein sehr schönes Flugzeug. So, wir genießen die Aussicht und sehen eine NASA Helios HP01, die hier den Höhenrekord aufgestellt hat in 30 Kilometern Höhe. Und die NASA X-53, ein experimentelles Hypersonic Aircraft in einer Höhe von 30 Kilometern. Und wenn ich bedenke, 30 Kilometer, 30 Kilometer zu fahren, fährt man eine gute halbe Stunde plus minus mit dem Auto. Das heißt, man würde mit dem Auto eine halbe Stunde brauchen, bis man hier oben ist. Aber wir sprechen hier ja von oben. Also wir verlassen ja die Atmosphäre. Wir sind eigentlich noch nicht im Weltraum, aber wir sind. Also man sieht den Weltraum ja schon. Das bedeutet, also das heißt auch bei Tageslicht, also natürlich in der Nacht sieht man die Sterne und alles, ne? Aber bei Tageslicht, also weil wir ja, das haben wir unten schon gelesen, einen Bereich in der Atmosphäre erreicht haben, wo keine Moleküle mehr sind in der Luft, also ne? Wo das Sonnenlicht abhellt. So, Projekt Excelsior. Im Jahr 1960 war das ein Skydive, als ein Sprungrekord, Excelsior. Und 300 Jahre später wird die Excelsior als Raumschiff gebaut. Unter dem Kommando von Captain Sulu. Grüße gehen raus an die Star Trek-Fans. Das ist auch, das ist gewaltig, ne? Stell dir das mal vor, ich will nicht wissen, wie der sich gefühlt hat. Was der Höhe darunter springt. Das ist Wahnsinn. Ich muss mal was trinken. Joseph Kittinger hieß der. Mit nichts als einem Ducktape-Pressure-Anzug ist Joseph Kittinger aus dieser Höhe gesprungen, aus einer offenen Gondel. Und da ist dieser Rekord, der wurde 50 Jahre lang nicht mehr gebrochen. Wer will wissen, der Rekord wurde ja schon gebrochen, zum Beispiel Felix Baumgartner heißt, glaube ich, aber den werden wir hier auch gleich sehen. Und ich gucke übrigens, das Video geht jetzt knapp 20 Minuten. Also das Video geht jetzt gerade so lange, wie wir unterwegs wären, wenn wir mit dem Auto fahren würden, in diese Höhe. Bisschen schneller, ja, also das Gaspedal. Dann in der Höhe gibt es Wetterballons. Weil klar, man hat sich immer wieder gefragt, ne? Ja, woher wissen die Meteorologen, wie es von oben so aussieht? Und natürlich auch hier oben werden dann Messungen vorgenommen. Oder Satellitenbilder. Ja, gut, auch Satellitenbilder zeigen das, ne? Aber die müssen ja auch in eine gewisse Höhe. So. Ja, das war die Höhe. 32 Kilometer, fast 33 Kilometer, die Aschewolke des Pompeji-Vulkans erreicht hat. Diese Höhe. Also praktisch den Weltraum geküsst. Das ist unglaublich, was für eine Kraft in so einem Vulkanausbruch steckt. Unglaublich. Aber wir kommen gleich noch zu einer Höhe, die der Mensch,
die der Mensch verbrochen hat und nicht die Natur. Das am höchsten geflogene Papierflugzeug. Hä? Ah, wurde von einem Ballon aus von einem Ballon ausgestattet und hat das Papierflugzeug hat eine Höhe von 35 Kilometern erreicht und bibberte bei minus 36 Grad da oben. Ich frage mich erstens, wie groß wird das gewesen sein? Das steht jetzt dort nicht. Und zweitens, wo hat man das hergewusst? Wie hat man das, oder hat es vielleicht Messgerät? Es steht jetzt auch nicht dabei, wann das war. Aber stell euch mal vor, da oben, 35 Kilometern höher, praktisch im Weltraum, flattert da ein Papierflieger rum. Ist verrückt. So, wir haben, Leute, wir haben nicht mal die Hälfte erreicht von unserer Reise. Da ist er, Felix Baumgartner, war die erste Person, die den, die während des Sprungs die Schallmauer durchbrochen hat. Nee. Und eine Geschwindigkeit von 1356 Stundenkilometern. Leute, ich meine klar, wenn man in einem Flugzeug unterwegs ist, kann man so eine Geschwindigkeit erreichen. Ich meine, dass das schnellste Auto der Welt auch irgendwas mit 1000 Stundenkilometern drauf hat. Aber ihr fallt irgendwo runter. Also ihr fallt. Es seid nur ihr. In einem Anzug natürlich. Und ihr habt 1356 km/h drauf. Das ist Wahnsinn. Ich will nicht. Also mich würde interessieren, wie er sich gefühlt hat. Gut, das kann man bestimmt herausfinden. Da gibt es bestimmt Berichte und Bücher und so weiter. Ich hab das übrigens damals auch live im Fernsehen verfolgt. Und hab's auf Videokassette aufgenommen. Ja, damals gab es noch Videokassetten und Videorekorder, weil ich gedacht habe, ey, das ist vergleichbar mit dem ersten Mensch auf dem Mond oder so. Also wenn ihr da ein Video dazu findet auf YouTube, das guckt euch das mal an. Also das ist Wahnsinn, weil er sitzt zwar da an seiner Gondel, also von dem Ballon, wo er mit dem Wort da hochgeflogen ist, hochgestiegen ist. Und der sitzt da und man sieht wirklich den Weltraum. Und er guckt da runter und man sieht den Weltraum. Und ich kann mich erinnern, wo Felix Baumgartner dann gesagt hat, wow, das ist aber ganz schön hoch. Und dann springt er da runter. Das bedeutet, hier ist man auch noch nicht schwerelos, sondern man ist immer noch im Schwerkraftfeld der Erde. Im Erdanziehungskraftfeld. Minus 30 Grad. So, Gratulation, wir haben 0,01% des Weges zum Mond geschafft. Hey, Leute. Da oben ist die Bell X2 unterwegs. So, auch so ein Düsenflugzeug in 38 Kilometern Höhe. Ja, vorhin hatten wir es von vom Pompeji-Vulkan. Die Natur schafft Explosionen, die diese Höhe erreichen. Aber der Atompilz, der Castle Bravo Atombombe hat diese Höhe erreicht. Stellt euch das vor, der Mensch schafft eine Bombenexplosion, die Wolke der Explosion diese Höhe erreicht. Fast 40 Kilometer. Das ist unglaublich. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, weil ein Atompilz hat ja radioaktive Partikel und Rauchpartikel und Staubpartikel. Und die gelangen in diese Höhe und können dann hier in der, da wo die Wolken entstehen und alles, dann alles da schön kontaminieren. Tja. So, jetzt kommt eine Weile nichts. Wir entspannen uns. Ja, Felix Baumgartens Space Jump ist nochmal überboten worden. Alan Oystek's Skydive. Also er ist der momentane Rekordhalter und das ist auch Wahnsinn. 41 Kilometer Höhe. Und man guckt, man ist praktisch im Weltraum. Also man ist praktisch im Weltraum. Also es ist noch nicht schwerelos und so. Aber man ist schon angezogen wie ein Astronaut und man sieht die Sterne und den schwarzen Weltraum und da unten die Erde ganz weit weg. Es ist irre, da runter zu springen. Da würden mich keine 1 Million Pferde hochbringen.
Übrigens ist ein Weltraumfahrstuhl eine mögliche, umsetzbare Idee von Wissenschaftlern. Es gibt viele Wissenschaftler und Ingenieure auf der Welt, die an so einer Idee tatsächlich arbeiten. Und wie gesagt, in meiner Science-Fiction-Geschichte, das Sternenfeuer von Antares, geht es auch unter anderem um einen Weltraumfahrstuhl. Ja, da steht natürlich ein Weg, also in den Weltraum. Wird da was angezeigt? Ah, nee, ist aus. Hä? Was war das? Ein Weltraumfahrstuhl wäre eine günstigere und sichere Variante, in den Weltraum zu gelangen. Weil klar, Raketen können explodieren, kosten einen Haufen Geld, einen Haufen Material. Aber es ist sehr schwer, ein richtig hart, festes Material zu finden, dass das Kabel, das Aufzugkabel, auch wirklich ja, standhalten kann. Und genug Fahrstuhlmusik, weil man ist schon eine Weile unterwegs. Gut, so ein Fahrstuhl wäre ja dann viel größer. Es wäre ja nicht so eine Ein-Mann-Kabine, wo bloß eine Person drin steht. Der Tscheljabinsk-Meteor. Airburst-Attitude, das verstehe ich. Das ist ein Meteor von der Höhe. Damit kann ich jetzt nicht anfangen. 45 Kilometern Höhe. Was es damit auf sich hat. In dieser Höhe werden dann die Booster-Raketen vom Space Shuttle abgeworfen. In 45 Kilometern Höhe. Space Shuttles. Meiner Meinung nach die schönsten Raumschiffe, die es bisher gab. Also Space Shuttle, ich mag die Space Shuttles einfach. Sutter's Mill Meteor. Weiß das die Höhe, wo dann die Meteoren zerbrochen sind? Das weiß ich jetzt nicht. Ui, was denn das? Jetzt wird's Licht. Blaue Jets sind sehr selten zu sehen und sind brillant, ultra brillante blaue Blitze. Also so Polarlichter, die wo dann so auf, oder? Oder Blitze, wo da, nee, das ist ja nichts mehr, wo Blitze, das sind ja keine Wolken mehr. So, wir sind in der Mesosphäre. Übrigens, wenn ihr da etwas seht, wo ihr mehr wisst wie ich, gerne in die Kommentare. Wir können hier gerne ein bisschen Wissen austeilen, austauschen. In 50 Kilometern Höhe. Gratulation, du hast die Mesosphäre erreicht. Das ist jetzt, wir haben die Hälfte, erst die Hälfte des Weges in den Weltraum geschafft. Also wir sind immer noch nicht im Weltraum. Wir sind immer noch in der Erdatmosphäre. Aber in der Mesosphäre ist die Mesosphäre ist sehr dünn. 1% des Drucks, der Luftdrucks, wie er auf dem Sea Level, also Meereslevel ist. 1%. Also frei atmen könnte man hier oben natürlich schon lange nicht mehr. Und trotzdem gibt es einen Ballon, den Bu 61, der den Höhenrekord aufgestellt hat als Ballon in 53 Kilometern Höhe. Das ist irre. Wahnsinn. Der Weltraum. 55 Kilometer. Der schnellste Fahrstuhl der Welt kann eine Geschwindigkeit von 74 Stundenkilometern erreichen. Wäre es ein Weltraumfahrstuhl, also mit derselben Geschwindigkeit, wäre man in 80 Minuten im Weltraum. Auch das geht ja eigentlich noch. Also wenn der Fahrstuhl richtig groß ist, also die Fahrstuhlkabine richtig groß ist, wo halt auch mehrere Personen Platz haben und einen Frachtplatz hat, und man wäre dann in 80 Minuten da oben, wo man dann, also ich denke mal, wo der Fahrstuhl ist dann mit einer Raumstation
verbunden. 80 Minuten, das geht eigentlich. Also das ist nicht lange. Also natürlich, wenn für Notfälle wäre es zu lang, aber so. Wo Wetterballons diese Höhe nicht mehr erreichen können, gibt es Raketen, die diese Höhe erreichen mit Sensoren, um mehr über die Mesosphäre zu erforschen. Weil klar, man hat die Atmosphärenschichten erforscht man mit Wetterballons. Ein ganz berühmter ist ja 1947 in Roosevelt abgestürzt, mit ein paar Aliens und weiß. Und irgendwann geht das nicht mehr, dann braucht man Raketen, weil irgendwann ein Ballon da nicht mehr mithalten kann. Gar auch wenn der Luftdruck zu gering ist und alles, ne? Die Saturn V, die größte Rakete, die jemals gebaut wurde. Und hier ist die erste Abkopplungsstufe gewesen in dieser Höhe von 61 Kilometern, die direkten Kurs zum Mond nahm, die Saturn V. Sollte man immer wieder mal gern erwähnen. Größte Rakete der Welt, die je gebaut wurde. Und auch hier, wenn ich mich irre, gerne in den Kommentaren korrigieren. Ja, in 64 Kilometern Höhe hat der Atompilz der Zarenbombe gereicht. Und die Zarenbombe war die größte jemals gezündete Atombombe der Welt in der Sowjetunion. Ich meine 60 Megatonnen, eine Plutonium-Uranbombe. Ein gewaltiges Monster, ein gewaltiges Mistvieh. Wahnsinn. Und erreicht diese Höhe. Das ist unglaublich. Etwas, was der Mensch geschaffen hat, eine Explosion, die der Mensch geschaffen hat, erreicht die Pilzwolke diese Höhe. Also praktisch den Weltraum. Das ist unglaublich. Wobei, wir sind ja offiziell noch nicht im Weltraum, aber eigentlich auch schon. Und man sieht rechts oben, die Temperatur sinkt jetzt wieder. Wir sind wieder bei minus 50 Grad. Und was ist das? Was ist das? Was ist das? Sprites are rare from of lightning spotted over thunderstorms that only last a fraction of a second. Also es sind Blitze, die ausstrahlen aus der Atmosphäre von Gewittern oder wie habe ich das zu verstehen? Während normale Blitze 4 Kilometer lang werden Sprites 50 Kilometer und mehr lang. Sprites, was ist denn das? Oder sind das so Entladungen wo dann irgendwie von Sonnenstürmen sich da entladen oder was ist denn das? Ihr seht schon, es gibt sehr viel zu entdecken. Ja, in 71 Kilometern Höhe ist der Wiedereintritt von einem landenden Space Shuttle, wo es die maximale Hitze. Jetzt werdet ihr sagen, hä, da herrschen doch minus 59 Grad, wie kann es da zur Hitze geben? Ja, das ist, wenn es zur Reibung kommt, weil man muss bedenken, man sind ja in der Mesosphäre, da ist ja noch etwas, auch wenn es schon durchsichtig ist. Und dann entsteht da diese gewaltige Hitze beim Wiedereintritt in der Atmosphäre. So, minus 60 Grad. Since the speed of sound depends on the temperature, sounds travels 15%. Also 15% wird der Schall langsamer. Wenn ich das richtig verstehe, was da steht. Okay, die Temperaturen ändern sich, der Druck ändert sich. Also der Atmosphärendruck. Von Luftdruck kann man hier oben ja echt nicht mehr sprechen, weil es ist ja gar keine Luft mehr in dem Sinn da. Noctilucenzwolken sind die am höchsten vorkommenden Wolken,
der Atmosphäre. Sie sind nur bei Nacht sichtbar. Ist ja wunderschön. In 76 Kilometern Höhe, bei 70, naja, minus 69 Grad, minus 70 Grad. Ist wunderschön, dass da oben immer noch was ist dann. Es geht weiter und weiter. Oh! Ui, Sternschnuppen? Ja, in der Mesosphäre verglühen die meisten Meteore. Und Meteore von über 48 Tonnen. Nee, über 58 Tonnen an Meteoren erreichen jeden Tag unsere Atmosphäre. Also wir werden eigentlich praktisch ständig bombardiert von so Mini-Meteoren. Und die verglühen aber, die meisten verglühen ja in der Erdatmosphäre. Und das sind dann die Sternschnuppen. Ja, in 80 Kilometern Höhe, 80 Kilometer Höhe, konnte die V2-Rakete erreichen. Die V2-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg, von Deutschland entwickelt. Also, ihr wisst ja, was für Deutschland in den 40er Jahren regiert hat, ne? Konnte diese Höhe erreichen. Das ist irre. Das ist Wahnsinn. 80 Kilometer. Mit einer Technologie aus den 40ern. Wohlbemerkt. So, minus 80 Grad erreicht, haben wir erreicht. Und die Falcon 9 Rakete wirft hier ihre erste Etage ab. Minus 83 Grad, jetzt ist es richtig kalt. Da würde jetzt auch der Schal nichts mehr bringen. Das ist der kälteste Punkt in der Erdatmosphäre. Und wohl bemerkt, minus 79 oder minus 80 Grad war auch der kälteste, die tiefste jemals gemessene Temperatur auf der Erde. Ich meine in der Antarktis, wo theoretisch Trockeneis natürlich vorkommen könnte bei der Temperatur. So, wir erreichen die Thermosphäre. Willkommen in der Thermosphäre. Die letzte Schicht auf der Reise in den Weltraum. Bei 100 Kilometern Höhe, die Kármán-Linie ist der offizielle Punkt, wo es in den Weltraum kommt. Also in den Weltraum gelangt. Also bei 100 Kilometern, sagt man. Wie nennt man das? Kármán-Line? Wie spricht man das auch? Kármán-Line? Oh, Temperaturen in der Thermosphäre können bis zu 2500 Grad erreichen. Da die Moleküle so weit voneinander entfernt sind, dass man sie nicht mehr fühlen kann. Okay. Ui, was ist das? Ja, ich weiß, da oben steht Cookie-Settings, keine Ahnung warum, aber... Ach, die VSS Unity flitzt da oben rum in 88 Kilometern Höhe. Ja. Die Vostok 1 ist hier gerade auf dem Weg in den Weltraum. Partikel von der Sonne treffen hier auf die Atmosphäre. Und das sind jetzt die Polarlichter. Die sogenannten Polarlichter. Das ist die... Moment, ich muss was trinken. Das sind die Polarlichter, die Solarwinde, wo das Magnetfeld der Erde praktisch sichtbar wird. Das ist wunderschön.
wunderschön. Und diese Atome beginnen zu glühen, zu leuchten. Machen diese Lichter genannt auch Auroras. Auroras. Es gibt übrigens einen Planet, der Auroria heißt, und der wird in irgendeiner Kipp-Supernova-Geschichte irgendwann vorkommen. So als kleiner Teaser. Wenn ihr bis dahin überhaupt noch zuguckt und nicht schon lange umgeschaltet habt, weil wir sind jetzt in 91 Kilometern Höhe und wer bis hierher durchgehalten hat, wird gleich reich belohnt, weil wir sind gleich im Weltraum. Wir fliegen über die Polarlichter. Es ist schon. Und guck mal, wenn man stehen bleibt. Das bewegt sich. Also das ist eigentlich, das ist. Es ist ja kein Spiel in dem Sinn, was wir hier sehen. Das ist ja so eine Mitmachdokumentation praktisch. Und dass da so auch Animation drin ist. So richtig smooth, so richtig schön. Das ist richtig, das gefällt mir richtig gut. Guck mal, wie sich das bewegt. So ganz sanft. Die X15 ist hier oben unterwegs. Das höchste, oh, der Düsenjet, wo am höchsten fliegen kann. Also eigentlich im Weltraum schon hoch. Die X15. 95 Kilometern Höhe. Oh, ist das schön. Ich frage mich, ob man das auch so sieht, wenn man in den Weltraum fliegt. Oder ob das jetzt nur ein Beispiel ist, dass man das in der Höhe sehen kann. Das sieht man an den Polar. Sieht man das eher an den Polkappen, oder? Also jetzt, das werden nicht die Astronauten so sehen, wenn sie in den Weltraum fliegen. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie im Weltraum. So, du bist einer. Du hast einen Punkt erreicht, den weniger als 1000 Menschen vor dir erreicht haben. Also es waren seit Beginn der Raumfahrt weniger als 1000 Menschen überhaupt hier oben. Oder nicht nur Raumfahrt, sondern überhaupt hier oben. Also wir haben ja gesehen, es gibt ja auch Düsenjets und so, wo diese Höhen erreichen können. Das ist Wahnsinn. Und wir haben die Linie überschritten. 98 Kilometer. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir offiziell die Erde verlassen. Das ist jetzt der offizielle Punkt. Gefühlt haben wir sie eigentlich schon lang verlassen. Weil ab dem Moment, wo man praktisch über den Wolken ist, hat man die Erde eigentlich verlassen. Aber jetzt ist es offiziell. Wir sind im Weltraum. Wir erreichen gleich die 100 Kilometer. Die Kármán-Linie oder Kármán-Linie. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Und 100 Kilometer. Wir sind da. Ja. Das war's. Wir sind im Weltraum. Ich genieße jetzt hier oben ein bisschen die Aussicht. Ich hoffe, das hat Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es war mal was anderes. Es war kein Spiel im eigentlichen Sinn. Es war mehr so eine Experience. Das wollte ich einfach mal, wollte ich euch einfach mal zeigen. Mal gucken, auf Neil.fun gibt es mehr solche Erlebnisspiele oder solche Mitmach-Browser-Games. Guckt doch da mal vorbei. Ihr könnt ja mal mir auch schreiben, was wir uns da noch gemeinsam angucken können oder sollen. Würde mich freuen. Wir sehen uns dann bald wieder. Kip Supernova over and out.